Ach, was ist das? Er steht Kopf. Nein, ich will das jetzt schon machen. Die Leute mögen das, wenn ich behindert bin. Mike, das bist du immer, das ist Serie. Nee, ja, ich weiß. Also Axel 95 wieder am Bean. Ja, oder Jan. Ah nee, Mike. Gieselherr. Gieselherr, genau. Nein, mein Name ist Herbert. Korrekt. Grüße gehen raus an Gewitter im Kopf. Genau, Grüße gehen raus an Gewitter im Kopf. Ah, das ist schön. Also, ich bin wie gesagt am Vorbereiten. Pommes. Oh, du bist angebraten. Katzenfleisch. Ich wurde beim Dreier gezeugt. Meine. Hey. Jetzt ist gut. Müller, jetzt bin du nicht. Ruhe jetzt. So. Also, wie ich schon gesagt habe, wir sind am Vorbereiten, oder ich bin am Vorbereiten, den Caddy zum Wörthersee zu bringen. Da fehlen jetzt noch Felgeneintragungen. Da muss ich gucken, welche Felgen das jetzt endgültig sind. Ich weiß noch nicht, ob das ACFA sind, ACFE, beziehungsweise irgendwelche ATU-Felgen. Ich denke mal eher ATU. Bin derzeit noch dabei, eine Klapplippe zu basteln. Soll ich die mal zeigen? Ja, zeig die doch mal ruhig. Vielleicht mögen die Leute das ja. Also ihr seht, es gibt es nicht fürs Auto, aber Mike hat sich gedacht, ich brauche einfach ein Schwert. Und der baut sich gerade aus GFK erstmal eine Lippe, dass dieses Auto, wie ihr seht, am Wörthersee ein bisschen Brontal vorbeifährt. Brontal, Junge. Brontal. Hast du auch dein Bronchikum mit? Nein. Du willst nur Bronchial dran fahren? Ja. Machst du denn was für die Bronchien mit Ruß? Nein, der rußt leider nicht. Also der rußt wirklich gar nicht. Das ist ein guter Diesel. Aber alle sagen schon, ein sauberer ist das, ein sauberer Herr. Sauber Herr ist er? Ja, Sauber. Sauber. In der Kirche kann ich mich immer beruhigen. Genau, in der Kirche kann ich mich beruhigen. Ja, also am Caddy wird nichts Großartiges weiter passieren. Der wird halt jetzt eine Lippe kriegt da. Vielleicht noch ein paar Schweller vom Cupra ran. Du hast aber noch was gemacht, ne? Was? Was eine Haube? Was habe ich denn? Ja, einen kleinen Lufteinlass habe ich reingemacht. Ihr habt da unten rechts gerade gesehen. Ja. Das stimmt. Wir reden jetzt auch noch unten rechts. Rechts, rechts, was? Rechts unten, ja. Nicht bei dir links, links, jetzt rechts, rechts. Jetzt da. Das andere links. Da. Genau. Okay. ja, soweit der Standpunkt zur Stuka. Jeder kann. Was? Mal was anderes. Von wann bis wann bist du denn am Wörthersee? Wann können die Leute dich denn treffen? Ich bin das Haupttreffen da. Also es müsste vom 29. bis zum 1. sein. Wir schmeißen ihn gerade mit Steinen. Ja, spitze Steine, die tun weh. Das ist ein Arschlöcher. Lass uns reingehen, das sind Arschlöcher. Willst du dein Jetta zeigen oder was? Ja, ich kann euch zeigen, wie weit mein Jetta ist. Er ist sauber. Hör doch auf jetzt! Ja, wie ihr seht, hier könnt ihr Mike sein Bastelsorium für seine Lippe sehen. Wir gehen mal weiter rein. Ach, was ist das? Er steht Kopf! Oder auch nicht! Was machst du mit ihm? Dreh ihn nicht! Er steht auf der Dachbox! Ja? Der steht, glaube ich, auf der Dachbox. Ja, dann nimm die doch mal weg. Soll ich die Dachbox gleich wegnehmen? Ich filme schon. Hallo, Mike. Hallo. Also, wir waren eben gerade draußen. Jetzt sind wir wieder drin. Weil nachts ist kälter als draußen. Kann ich mir so sagen lassen. Und ja, was habe ich vom Januar bis Anfang Mai gemacht? Oh, das geht nicht. Du hast vorne eine Sperre drin. Ja, ich habe meine Sperre drin. Ich habe hier gemacht. Also unser Mike möchte den Unterboden clean, clean haben. Clean, clean, sauber, schön. Und er hat ganz brav geschliffen wie ein Verrückter. Und nee, geschliffen nicht, ich habe abgekratzt. Geschliffen habe ich noch gar nichts. Ja, deswegen ist auch nichts Großartiges gekommen, weil das ist eintönige, langweilige Arbeit. Aber wenn es an die Bleche geht, da wollte der gute Sonka dabei sein, hat er gesagt. Denn wir brauchen wieder ein bisschen Material für euch, damit ihr auch ein bisschen was zum Gucken habt. Weil Pornhub-Abo ist ja aufgebraucht langsam. Ich denke auch, You Just Believe hat auch nichts mehr. Genau. Und vor allen Dingen jetzt mit Artikel 13 ist das auch ein bisschen schwieriger, weil das ist ja alles Privatmaterial. Genau. und wir machen ja die Videos nicht für uns privat, sondern für euch. Ja. Ja. Ich hätte jetzt gerne eine Müllermilch, so 6 Stück auf Eix. Willst du es machen? Nein, ich würde es nicht machen. Würdest du? Nein, ich bin laktoseintolerant. Boah, voll geil, dann bist du ja Flatulenzier. Ja, auch. Also ziemlich scharf. Dein Gesicht ist gerade unscharf. Oder es liegt einfach an deinem Gesicht. Achso, jetzt bist du scharf. Ich bin unscharf. Du bist scharf, Digga. Nein, ich mag kein Schaf. Ich esse eher Hühnchen. Ach so, okay. Ja, ich glaube, Müller hat gerade geschissen, weil die schnüffeln schon wieder hinter uns. Die schnüffeln Spachtel. Ja, die schnüffeln Spachtel. Schön. Nee, wie ihr seht, ich gehe mal ganz kurz ein Stück zurück, damit ihr das auch mal kennen könnt.
Rennwölfe, Ost-Ost. Und da unser Mike sein Jetta liebt und das sein erstes Auto war, wird ganz sicherlich dieses Fahrzeug nie seine Hände verlieren, es sei denn, oder seine Hände verlassen. Es sei denn, unser Mike wird irgendwann mal gegen Baum krachen. Mit dem Jetta. Mit dem Jetta werde ich gegen Baum krachen oder beerdigt werden. Ich wollte gerade sagen, er möchte im Jetta übrigens beerdigt werden später. Ja, das wäre cool, ne? Voll geil, aber den Jetta nicht. Der kommt dann irgendwo hin in eine Glastüte. Zu VW. Die wollen ihn dann behalten, weil der so gut ist. Vielleicht. Nein. Übrigens, ne, nur originale Bleche. Ja. Weil Zubehör ist nervend aufreibend. Das alles anzupassen. Nein. Ich habe das gesehen, er hat das erste Schwellerblech schon angepasst. Er hat es dran gesteckt, es hat plupp gemacht und es saß auf Anhieb exakt. Ja. Das genau. War schön. Ja, auf jeden Fall geht es hier auch weiter bei Mike. Ja. Er wird jetzt ein bisschen weiter Unterboden machen. Sobald es an Schweißen geht, werden wir uns auf dem Jetta mal ein bisschen eher arger konzentrieren. Ich denke mal, du hast auch Bock dazu, oder? Auf jeden Fall. Das Problem ist halt, ich habe nur noch einen Tag in der Woche Zeit dafür. Beziehungsweise eineinhalb, weil ich jetzt noch momentan ein bisschen fortbilden möchte. Du möchtest einen fortbilden? Nein. Ich hätte da mal eine Frage. Ja, welche Frage hast du denn? Moment. Hast du schon ein Ziel, wann der fertig sein soll? Also fertig ist er ja schon. Das ja, ist fertig ist er auf jeden Fall, ja, das sieht man. Aber wenn er fertig ist. Also nächstes Jahr möchte ich damit wieder fahren. Also nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall damit wieder fahren. Ich versuche es noch dieses Jahr zum Herbst, in September, Oktober, dass er dann noch zum Lackierer kann, die Karosse. Dass der Unterboden dann einmal akkurat sauber lackiert ist, Karosse einmal sauber lackiert, alles ein bisschen schön versiegelt. Und dann geht's eventuell auch rüber mit dem Motor zu Steffen. Man weiß es nicht. Wir haben da so ein bisschen was geplant. Vielleicht funktioniert das ja. Und dann kommt der auch ein bisschen schneller aus der Halle. Also schneller aus der Halle. Und dann macht der... Was? 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 Du möchtest Leistung? Nicht viel. Eine gute 3? Ja. Ja, also eine saftige 3. Saftig. Saftig. Allrad. Nein, kein Allrad. Frontfräse bleibt. Mike, was macht denn meine Kamera? Mag dein Gesicht nicht? Nein. Mag sie mich jetzt? Könnte an dem guten Licht liegen, da haben. Ich denke auch, sie liegt am Licht, weil sie möchte gar nicht fokussieren gerade. Ist doch nicht schlimm. Jetzt ist sie aktiv. Ja, nein, jetzt, ja. Ja, na, Wir verabschieden uns einfach. Das war genug für heute. Na, abonnieren, teilen, liken, Glocke aktivieren. Und wir versuchen jetzt wöchentlich was für euch. Wöchentlich? Wir versuchen wöchentlich was rauszuschmeißen für euch. Auch wenn es nur ein bisschen Bullshit ist, aber... Wir können uns hinsetzen, einfach beim Bier trinken und filmen. Ja. Yeah. Aber man darf gar nicht, also man soll ja nicht Alkohol filmen. Ja, nein, pass auf, wir bestellen uns in Amerika diese Bierkühler, die wir da drüber stülpen können. Dass man das nicht mehr sieht, dann sagen wir... Genau, dann sieht man nur noch den Flaschenhals. Dann könnte man erahnen, ob wir Gilde oder... Oh, Gilde oder Astra trinken. Bei uns wäre es aber, glaube ich, eher so eine Granate von Astra. Ja, oder eine Rakete. Ja, oder eine Kiezmische. Du kannst dich auch mal umdrehen, dann siehst du mal die Leute, die das Tee trinken. Die trinken kein Bier. Breit. Saft. Sprit. Das ist Sprit. Hast du da ein Mettbrötchen liegen, Alter? Warte. Alter, ich hab da noch ein Moment, ich muss mal ganz kurz, es tut mir leid, ich muss es mal ganz kurz irgendwie da rein, dass ich dieses scheiß Mettbrötchen kriege. Mike hat noch ein Mettbrötchen liegen. Seht ihr das? Ja, ich hab auch noch, ja, was habe ich denn noch? Nein. Das esse ich nicht mehr. Ja. Außentor, ne? Ja, Außentor. Wir haben übrigens ein schönes Hallenschild jetzt für die... Ja? Ich kann ein Hallenschild besorgen, auf den Mike hier mal treffen. Passt. Ich muss mal ganz kurz hochdrehen, dass ich den... Genau. Wenn das blendet. Vorsicht, freilaufende Vollpfost steht da drauf. Schön. Ja. Geil. Ich denke mal, das ist sehr passend für uns. Ja. Ja. Der Vermieter hat auch schon gesagt, ja, ist okay. Das passt. Der hat mit dem Kopf geschüttelt, ist weitergegangen. Ja. Und hat gelacht. Ja, also. Wir versuchen jetzt... Für euch, wöchentlich. Jetzt kannst du nochmal das Auto machen, weil das ist ja schon 2 Minuten her gewesen, das Auto. Ja, soll ich ja, du sagst einfach nochmal Tschüss. Normal, so wie immer. Tschüss. Nein, abonnieren, teilen, liken, Glocke aktivieren. Vielleicht nächste Woche wieder einschalten. Küsse deine Nacken. Jetzt nochmal, aber lass ihn vorher inhalieren. Nein, ich will nicht. Er sollte spachteln. Du sollst es wegspachteln. Ich sollte das wegspachteln? Ja. Ja, okay. Also. Später. Gucken, was morgen passiert. Tschüss. Auf Wiedersehen, Internet. Genug für heute.